Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, hier bei Yogis Technikecke. Danke, dass ihr auch heute mal wieder zuschaut bei einem weiteren kurzen Informationsvideo zum aktuellen Schnurlostelefon-Flaggschiff von AVM, dem Fritzphone C4, zu dem ich euch in den vergangenen Tagen bereits einige Informationsvideos, Einrichtungsanleitungen und weitere Dinge hier auf meinem YouTube-Kanal präsentiert habe. Heute möchte ich euch ganz schnell zeigen, wie ihr einen anonymen Anruf durchführen könnt, wie ihr also eure Absenderrufnummer für den anderen Teilnehmer verbergen könnt, sodass bei dem der gute alte unbekannte Teilnehmer anruft. Das könnt ihr ganz einfach vom Fritzphone aus tun, indem ihr ins Menü geht, über die gleichnamige Taste hier oben in der Mitte, dann runter navigiert mit dem Steuerkreuz bis zu den Einstellungen, diese mit einem Druck auf OK in der Mitte des Steuerkreuzes aufruft, dann geht ihr zweimal runter zum Menüpunkt Telefonie, auch den ruft ihr mit einem Druck auf OK auf und habt dann hier als zweite Option die Möglichkeit, anonym anzurufen. Das wählt ihr aus mit OK und könnt dieses Häkchen jetzt hier bei nächster Ruf setzen, indem ihr nochmal auf OK drückt. Jetzt ist das Häkchen gesetzt und wenn ich jetzt hier rausgehe und einen Anruf tätige, das wird auch schon hier unten signalisiert im Display, könnt ihr sehen, dann wird meine Absenderrufnummer bei diesem auf jeden Fall unterdrückt. Wenn ich den Anruf beendet habe, dann könnt ihr sehen, dass der kleine Hinweis anonym Anruf hier unten verschwunden ist. Das heißt, der nächste Anruf, den ich tätige, bei dem wird wieder meine Absenderrufnummer ganz normal mitgesendet. Für einen weiteren anonymen Anruf müsste ich jetzt wieder in die Einstellungen hier gehen, in die Telefonieeinstellungen und das Ganze hier im Menüpunkt anonym rufen nochmal wieder aktivieren. Wenn ihr eins eurer Telefone dahingehend einstellen wollt, dass die ausgehende Rufnummer dauerhaft unterdrückt werden soll, also ihr das nicht für jeden Anruf separat festlegen wollt, dann könnt ihr das, zumindest wenn ihr eine Fritzbox als Heimrouter verwendet, für euer Telefongerät einstellen. Dazu loggt ihr euch mal in die FritzOS Webkonfigurationsoberfläche ein, in meinem Fall jetzt hier der Fritzbox 7490. Dann schaut ihr mal auf der linken Seite in die Kategorie Telefonie, gefolgt von der Unterkategorie Telefoniegeräte hier unten. Dort seht ihr nämlich dann eine Auflistung aller verfügbaren Telefone und das sogenannte Yogis Phone, so hatte ich das in einem anderen Video von mir benannt, das ist mein Fritzphone C4. Deshalb gehe ich hier hinten mal auf diesen blauen Stift. Damit kann ich die Einstellungen bearbeiten dieses Telefons und habe dann hier oben den Reiter Merkmale des Telefoniegeräts. Hier habe ich dann nämlich die Möglichkeit, die eigene Rufnummer dauerhaft zu unterdrücken, indem ich dieses Häkchen hier setze und das dann hier unten mit einem Klick auf OK speichere. Damit würden jetzt sämtliche ausgehende Anrufe ohne angezeigte Nummer für den anderen Teilnehmer stattfinden, ohne dass ich das für jeden einzelnen Anruf separat immer erneut im Fritzphone aktivieren muss. Bitte bedenkt natürlich, dass Strafverfolgungsbehörden und ähnliche höhere Organe sozusagen trotzdem wissen, wer da telefoniert. Das wird wirklich nur auf dem Gerät eures Gesprächspartners ausgeblendet. Das Gespräch an sich ist natürlich überall nachvollziehbar bei eurem Provider. Deshalb Tipps, um irgendwas Illegales über euren Telefonanschluss anzustellen, gibt es bei mir nicht. Aber um euren Freunden und Kollegen als unbekannter Teilnehmer auf den Leim zu gehen, kann das manchmal ganz hilfreich sein. Bedenkt natürlich bitte, dass viele Leute unbekannte Rufnummern generell geblockt haben. Ich habe das zumindest zu bestimmten Uhrzeiten des Tages. Da werden bei mir zentral in der Fritzbox sämtliche eingehenden Anrufe von Unbekannten und von Rufnummern, die nicht im Telefonbuch enthalten sind, geblockt. So etwa zwischen 20 und 9 Uhr morgens. Deshalb macht euch auf jeden Fall auf entsprechende Einschränkungen gefasst, wenn ihr als sogenannter unbekannter Teilnehmer unterwegs seid. Mehr kann ich euch aber eigentlich nicht erzählen zur sogenannten anonymen Telefonie mit dem Fritzphone C4 von AVM. Ich hoffe, das hat euch in irgendeiner Weise weitergeholfen, informiert oder unterhalten. Dann würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung auf dem Video sehr freuen oder vielleicht sogar ein Abo auf meinem Kanal, denn dort findet ihr viele weitere Informationen, nicht nur zum Fritzphone C4 und anderen AVM-Geräten, sondern auch zu vielen weiteren Themen aus dem Technikbereich. Ich danke euch für eure Zeit und wünsche euch alles Gute. Macht's gut vom Yogi 285 und ciao, ciao.